Es ist der 31.07. Wir drehen heute das 78. Video. Also es ist der 78. Tag nach meinem Umknickunfall mit Bänderrissfolgen, dreifacher Bänderriss für die, die jetzt erst zuschalten. Und übrigens, da ist der gute Ralf. Kuckuck! Und ich habe heute mal Folgendes gemacht. Ich habe vor ungefähr einer halben Stunde die Schiene entfernt, um so wenig Abdrücke wie möglich zu haben und dann mal zu zeigen, wie sehe das eigentlich aus, wenn ich die Schiene nicht tragen würde. Aber das hat sich noch nicht zurückgebildet. Hier kann man sehen, kann man das sehen, Schützebücke? Kann man sehen, dass da noch immer Abdrücke sind? Ja, ne? Nee, eigentlich doch, nicht. Doch, von der Schiene. Ja, hier so ein bisschen. Von der Schiene. Ja. Also trotzdem ist also noch hier im oberen Bereich Flüssigkeit, die ohne die Schiene wahrscheinlich runtergelaufen wäre. Ja, der Fuß sieht erheblich besser aus. Findest du nicht auch? Ja. Hier sind ja diese Bänder drin und wenn ich mich... Aber nicht belastungsfähig. Genau. Also es fühlt sich instabil an ohne die Schiene und... auch wenn ich jetzt sage, ach naja, ich lege mal los und das wird alles schon wieder, dann blockiere ich tatsächlich aber diesen Wachstum hier. Das heißt, ich muss mich trotzdem weiter an die Regeln halten. Und man merkt das trotzdem, also es zieht hier und es ist auch berührungsempfindlich und auch an den Seiten hier, ganz besonders hier im Innenbereich. Und hier unten die Sehnenplatte, die das ja auffängt, dass die Bänder hier nicht mehr zusammen sind. Das soll angeblich von alleine wieder zusammenwachsen. Und früher hat man mal operiert. Inzwischen macht man das nicht mehr, weil man festgestellt hat, also so alles, was man mir so gesagt hat, das ist die Essenz daraus, wenn man sich an die Regeln hält, also immer schön Schiene und sich schonen und Fuß hoch und so weiter. Auch wenn man irgendwann dann merkt, okay, das ist, macht jetzt einen ganz guten Eindruck schon mal. Und den Rest, den nehme ich dann eben so hin. Und ich lege los, dann blockiert man sich. Also es soll angeblich sich von alleine wieder ausheilen. Und mit einer Operation würde man solche guten Erfolge nicht erzielen können. Laut dem, was mir gesagt wurde. Aber dass es eine zeitraubende Angelegenheit ist. So, hier sehen wir also eine plane Fläche. Das ist dann das, wo mal ein Knöchel war. Ja, kommt aber wieder zurück. Wird wieder zurückkommen. Eine Frage der Zeit. Hier ist also kein Bogen oder irgendwas. Wie sieht denn das eigentlich von hinten aus? Kann man das... Jetzt sehe ich natürlich nicht, was ihr seht. Ja, es wird ziemlich dunkel sein. Es wird ziemlich dunkel sein, na gut. Dann hat das ja jetzt gar keinen Sinn gemacht. Was ist denn hier vorne eigentlich? Jo, Flüssigkeit vorhanden. Ja, aber der Körper, das braucht vielleicht diese Flüssigkeit zum Reparieren. Das raten wir ja bis heute, dass das wahrscheinlich die Ursache ist für die Flüssigkeit. Ja, hier wird gearbeitet, ne? Ja. Na gut, wir sehen uns dann also morgen wieder. Tschüss.